Zuerst aber zu der Grazia und dem Claude Billich. Schon 40 Jahre sind die beiden ein Paar. Um ein bisschen frischen Wind in ihre Beziehung zu bringen, haben sie vor ein paar Monaten an einem sogenannten Sexperiment teilgenommen. Eine ganz spezielle Ehewoche. Wenn es Sexperiment heisst, dann muss es ja etwas mit Sex zu tun haben. Das wünsche ich mir schon. Es könnte ja sein, dass wir auf den ganzen Tag im Zimmer sein müssen und da dreimal im Tag Sex haben. Ja, war das ein Stress für dich? Nein, schon nicht, aber ja. Nein, es geht sicher darum, dass wir auch Neues entdecken, einfach Sachen anders anzugehen, vielleicht einmal offen darüber zu diskutieren. Das waren damals die Gedanken im Vorfeld von Grazia und Claude Billich. Mehr zum Sexperiment später. Heute sind sie im Waldhotel bei Todtnau im Schwarzwald zu Gast. Seit dieser Ehewoche gönnen sie sich regelmäßig eine Auszeit. Das Ehepaar aus Basel kennt sich schon seit 40 Jahren. Unsere Ehe, finde ich, ist blumig. Abwechslungsreich. Überraschungsvoll. Wir arbeiten immer noch, dass man einander überraschen kann, nach 40 Jahren. Genau, spannend. Besonders gute Erinnerungen haben sie an die Flitterwochen. Die einjährige Weltreise hat die beiden zusammengeschweißt. Einfach 24 Stunden Zeit für miteinander und beieinander. Und das ist schon sehr, sehr speziell. Sehr kostbar gewesen. Ja. Der Start in die Ehe so anzubauen, war genial gewesen. Ja, ja, und wenn wir diese Zeit überleben, dann werden wir mit Größten wahrscheinlich zusammenbleiben. Weil wenn man so viel Zeit miteinander verbringt und es noch gut hat nach einem Jahr, dann sollte man gut gerüstet sein für die Ehe. Die beiden waren jung und der Sex unbeschwert. Wir waren so lange an gewissen Orten gewesen, dass wir sich auch schöne Örtchen aussuchen konnten. Das war natürlich immer auch sehr spontan und lässig gewesen. Aber eben halt auch ohne Zeitdruck und nichts. Das war schon sehr, sehr schön gewesen. Sehr romantisch, entspannend. Die Sexualität hat sich im Laufe der Jahre verändert. Auch mit gesundheitlichen Sachen oder einfach mit Lebensumständen, besser gesagt. Also wenn Kinder gekommen sind, war automatisch einfach der Blickwinkel auf dem Kind gewesen, weniger Zeit füreinander. Ich habe bei den letzten paar Jahren halt auch am einen oder anderen ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt. Das konnte ich auch was machen und erleben, wie das ist, immer wieder einfach keine Lust zu haben. Oder auch lange Arbeitstage, wenn ich vom Arbeiten heimkomme, müde war und die Kinder da waren, dann hat es bei mir oft Phasen gegeben, wo ich einfach keine Lust hatte. Es war von mir aus halt auch so gewesen, dass ich von den Wechseljahren her nicht mehr so das Verlangen hatte. Aber ich wollte auch den Claude nicht enttäuschen. Und ich habe mich dann hingegeben. Also nicht, dass ich mich gezwungen gefühlt habe, überhaupt nicht. Es war dann gleich auch schön gewesen, aber ich habe einfach immer gedacht, aber wie geht das noch für die nächsten 30 Jahre? Und wenn man dieser Lust ganz beraubt ist, ja, ich konnte das einfach nicht so verstehen. Ich war traurig über das eigentlich, weil ich habe gedacht, also in einer Ehe ist das eine ganz wichtige Säule. Das auch viel mit dem Claude zusammen besprochen und er hat grosses Verständnis. Das zeugt auch von einer riesigen Liebe. Und ich habe viel einfach gebetet auch, habe mit Gott auch gerungen, weil ich weiß, er ist mein Schöpfer und er hat mich genial gemacht. Ich bin sehr gerne Frau, aber mit dem habe ich manchmal wirklich ein bisschen gerungen, weil das einfach wegblosen war. Das ist vielleicht männerlastig, dass Liebe auch mit einer gewissen Begehrlichkeit verbunden wird. Und ich habe immer das Gefühl, wenn meine Frau mich nicht mehr begehrt, dann liebt sie mich vielleicht auch nicht mehr. Bin ich zu wenig attraktiv oder nicht mehr so attraktiv wie früher? Und das ist sicher etwas Schmerzliches gewesen, ja. Wie können wir das Problem angehen oder wie können wir das lösen? Und das hat immer wieder auch bei mir Enttäuschungen ausgelöst. Christa und Wilf Gasser sind Sexualtherapeuten mit eigener Praxis in Bern. Seit mehreren Jahren führen sie das sogenannte Sexperiment durch. Sag deinem Partner ein Kompliment. Ich schätze dich einfach. Du bist immer zart für irgendwelche Experimente. Das Experiment ist eine Ehewoche.
Verwöhn-Ehewoche, würde ich sagen. Und wir nennen es die etwas andere Ehewoche. Ja, genau. Wo man sich bewusst entscheidet, eigentlich eine Woche lang sich dem Thema Sexualität zu widmen. Dort zu wachsen, dort Neues zu lernen. Wir sagen immer, es ist schon die halbe Miete, wenn ein Paar sich entscheidet, überhaupt sich anzumelden. Für eine sexuelle Begegnung braucht es nicht eigentlich Lust, sondern eine Entscheidung. Und dann muss man aber irgendwie lernen, wie baut man Brücken zueinander. Dass ein Paar wie ganz neue Verständnis bekommen. Erstens mal eben, wie man darüber reden kann, so sprachfähig werden darüber. Und andererseits eben, wie baut man die Herzensbrücken, die dann aber auch auf der körperlichen Ebene eben etwas wieder geweckt werden kann. Umarmt euch. Das können wir. Ja. An einem Experiment geben wir jeden Tag einen Input zu einem immer verschiedenen Thema. Und immer geben wir Gesprächsübungen und dann nachher noch körperliche Übungen. Und dann sind wir ja immer in tollen Hotelumgebungen, wo einfach auch die Inspiration eben zum wirklich Wellnessen okay ist und auf die Zeit miteinander zu verbringen, so aufeinander ausgerichtet zu sein. Das ist für viele wie eine neue Entdeckung, was das bedeutet und was das auch auslösen kann. Ja, das ist nicht um eine orgasmusorientierte Woche gegangen, sondern es ist darum gegangen, hey, finde ich, weiss ich, was mein Partner gut tut. Ist es das, was ihm letzte Woche vielleicht auch schon gut getan hat, oder ist es etwas anderes? Also die kreative Art wieder ein bisschen zu entdecken aneinander. Und das war dann meistens auch recht lustig. Es war auch sehr wertschätzend, gerade jetzt die allererste Übung. Da haben wir einander die Hände massieren und dabei sagen, was einem der Partner für wie kostbar er für einen ist. Und das hat mich wahnsinnig berührt, weil man das eigentlich viel zu wenig macht im Alltag. Die Übungen sind alle so in eine wertschätzende Richtung gegangen. Wir sind sehr motiviert, einfach in dem Thema Sexualität darüber zu reden, wie wichtig das Lernen ist. Dass einfach kein Mensch als Meister vom Himmel fällt, sondern gelingende Paarsexualität einfach etwas ist, wo man ein Leben lang irgendwie immer wieder muss entwickeln und neu anpassen jeder Lebensphase. Schön, dass Sie da sind. Grazia und Claude Billig konnten durchs Experiment neuen Schwung in ihre Ehe bringen. Sicher, dass wir mehr zusammen lachen. Also, gerade wenn es um Intimität geht, ist es überhaupt nicht mehr irgendwie angespannt oder mit Druck. Es ist total unkompliziert und schön. Und ja, das hat sich also für das voll gelohnt. Freude, Zuversicht und auch Hoffnung, dass das Thema bis ins hohe Alter spannend bleibt. Und das ist etwas, was wir neu entdeckt haben. Ja, das war ein grosses Learning, das wir mitgemacht haben. Ich nehme mit, dass wir die intimen Begegnungen auch planen. Dass wir das nicht einfach so anschlittern lassen. Ja, man stellt sich darauf ein und das war für mich vorher überhaupt nicht, das war fremd. Aber es lohnt sich, dass man das so ausprobiert.